So, in diesem Video will ich mal die Trapezregel beweisen, die ja Auskunft darüber gibt, wie gut oder wie schlecht die Trapezformel, das Integral, was wir approximieren wollen, auch wie ich approximiert. Ja, das hatten wir in dem vorherigen Video erklärt. Also, dass der Abstand zwischen der Trapezformel und dem tatsächlichen Intervall eben halt abschätzbar ist durch diesen interessanten Ausdruck, ja, der insbesondere netterweise dieses h-Quadrat hat. Und h-Quadrat ist eben halt die Breite der Trapeze. Wenn man also viele Trapeze reinsteckt, dann wird diese Breite sehr schmal und dann kann man also diesen Fehler beliebig klein machen. Ja? Wichtig ist dabei, dass diese Funktion eben halt zweimal stetig diffbar ist und dass diese zweite Ableitung ja, möglichst angenehm sein soll. Je angenehmer sie ist, sprich je geringer die Werte sind, die diese zweite Ableitung annehmen kann, vom Betrage her, desto besser ist die Approximation durch Trapeze hinzubekommen. So, und diese Regel wollen wir jetzt auch, also diese Abschätzung wollen wir jetzt beweisen. Ja, und das schreiben wir also mal auf. Das nehmen wir uns mal vor, Beweis. So, also, wir fangen einfach mal an. Wir betrachten einfach erstmal folgenden Fall, den Fall n gleich 1. Das heißt, wir haben genau ein Trapez. Ja, wenn wir genau ein Trapez haben, ist das ja nicht besonders viel. Das müssen wir dann zeigen. Ja, da müssen wir nämlich zeigen, dass also der Abstand von dem Integral a bis b, f von x dx, minus h halbe und dann nur noch f von a plus f von b. Ja, den müssen wir betrachten. Ja, und der muss kleiner gleich sein b minus a geteilt durch 12 mal h Quadrat mal m. So, da müssen wir hin. Ja, und das müssen wir mal versuchen hinzukriegen. Und das machen wir jetzt mal. Wir definieren uns eine Hilfsfunktion. Ne? Also, ich schreibe nochmal auf. H ist einfach in diesem Falle eben halt b minus a. Warum? Weil n gleich 1 ist. Normalerweise wird h ja durch n geteilt, aber das fällt dann hier sozusagen flach. So, dann baue ich mir eine Hilfsfunktion. Ja, wir wünschen uns mal eine Funktion, die wähle ich mal so aus: g von x. Definieren wir wie folgt: einmal ist es das Integral von a bis, Achtung, nicht bis b, sondern nur bis x. Ja, und dann f von t dt minus, und dann nehme ich 1/2, und jetzt nehme ich x minus a mal f von x plus f von a. So baue ich erstmal mein g. Was ist die Idee von diesem g? Also, man steckt das x rein und dann integriert man nur von a bis zu diesem x. Ja, und hier, was ist das für ein Ausdruck? Das ist auch wieder nichts anderes als die Fläche von einem Trapez. Das heißt, die Idee von diesem g von x ist die folgende, dass wir im Prinzip dieses Trapez hier haben. Oder das ist unser Intervall von a bis b. Wir haben diese Funktion, die wir approximieren wollen. Ja, und wir möchten das im Prinzip durch dieses Trapez tun, von a bis b, dieses Trapez. Ja, und die Frage ist, wie gut ist diese Abschätzung oder wie groß ist die Abweichung, den man durch diese Approximation macht. Und wir betrachten stattdessen erstmal nicht das Intervall von a bis b, sondern das Intervall von a bis x. Das heißt, das x ist einfach eine Position irgendwo auf dem Intervall. Und wenn wir das x haben, dann holen wir uns den Funktionswert und gucken uns an, was ist die Funktion von da bis da, das ist also bis hier. Das ist das Integral von a bis x. Das ist also dieser Term hier, den wir da haben. G von x ist also das Integral nur von a bis x und nicht bis b, sondern nur von a bis x. Ja, und dann ziehen wir diesen Ausdruck ab, und das ist nichts anderes als genau dieses Trapez, was man von da nach da ziehen würde. Ja? Das heißt, diese graue Fläche, die ich hier einschraffiert habe, das wäre der Fehler, den man machen würde durch die Trapezregel, ja, wenn man nur von a bis x das betrachten würde. So, und dann ist, wenn man das so baut, dann ist ja klar, ja, dann würde man ja sagen, Mensch, g von b ist der gesuchte Wert. Ja, nämlich der Fehler, den wir machen.
weil durch unsere Approximation. Ja, so ist das gebaut. So, jetzt ist das noch nicht das ganze Ende vom Lied. Ja, wir bauen das im Prinzip noch ein bisschen um, ja, und bauen da noch Folgendes hinzu. Wir ergänzen dieses G von X durch einen Korrekturwert. Und zwar so, dass ich hier sage, das ist C mal X minus A in Klammern und jetzt interessanterweise hoch 3. Ja, darauf kommt man nicht sofort, das ist klar, das ist auch nicht schlimm, dass man da nicht sofort drauf kommt. Ja, wenn man das aber einfach nur mal so hinnimmt und sagt, okay, das ist so, dann ist das aber im Prinzip auch erstmal kein schwieriger Ausdruck. C ist irgendeine Konstante, über die wir gleich noch reden werden. Ja, das ist jetzt also eine neue Funktion, eine Hilfsfunktion, die wir betrachten. Ja, so, was können wir jetzt tun? Ja, über den Wert von C müssen wir noch reden. So, ja, wir wählen jetzt so das C so, also wähle C so, dass G von B gleich 0 ist. Ja, wir haben ja eben gesagt, als dieser Term hier noch nicht da war, dann ist G von B nichts anderes als der Fehler. Ja, und wenn da also irgendeine Zahl als Fehler rauskommt, dann kann man das C so wählen, dass mit diesem Term hier G von B tatsächlich 0 ist. Ja, da muss man natürlich beachten, Mensch, was ist denn B minus A in Klammern hoch 3 und so, aber man kriegt das raus. Ja, man kann das C halt so wählen. Ja, das ist gar kein großes Problem. Ja, das ist also so ein kleiner Kunstgriff, dass wir G von B gleich 0 haben wollen und das machen wir mit Hilfe von diesem C. So, jetzt sammle ich einfach ein paar Eigenschaften. Ja, und die Eigenschaften, die ich aufsammle, sind, dass ich erstmal aufschreibe, was ist denn bitte schön die Ableitung. Ich mache das hier mal weg, damit wir Platz haben. So. Und dann rechnen wir mal die Ableitung aus. Also, was ist denn jetzt bitte schön G' von x? So, jetzt muss ich jetzt diesen Term ableiten. Da weiß ich, oh, das ist einfach f von x. Ja? Und jetzt muss ich diesen Term ableiten. Dann komme ich auf mit Produktregel und so weiter, muss man da ja arbeiten. Ne? Dann habe ich hier minus 1/2 und dann habe ich f' von x mal x minus a. Ja? Plus f von x. Plus f von a. Ja, also diesen Term kriege ich, weil ich ja erstmal hier ableite. Und wenn ich das ableite, ist es ja einfach f'. Ja, und das muss ich mit x minus a multiplizieren, deswegen dieser Term hier. Und diese beiden ergeben sich, weil ich dieses hier ableite. Das ist ja von ist die Ableitung 1. Dann habe ich also diese beiden Summanden hier. So, jetzt muss ich diesen Term noch ableiten. Ich sehe gerade, da muss ich ein Minus draus machen. So, auch kein großes Problem. Ja, dann habe ich hier minus 3c und dann x minus a in Klammern zum Quadrat. Ja, dass das die Ableitung ist, das ist eigentlich, sollte relativ klar sein durch die Kettenregel. So, jetzt gönne ich mir noch die zweite Ableitung, weil ich ja so schön im Schwung bin. Ja, dann habe ich hier f' von x, dann habe ich hier, muss ich wieder diesen Term angucken, das ist ja eigentlich so ähnlich wie eben, das ist also 1/2 und dann habe ich hier f2' von x minus a in Klammern und dann habe ich noch ein Plus f' von x, weil ich das hier noch ableiten muss mit der Produktregel hier. Ja, und dann kriege ich hier raus plus f' von x. Also das, Entschuldigung, das leite ich ja nochmal hier ab. Und das ist eine Konstante. Ja, die fällt also weg beim Ableiten. Gut, und hier habe ich jetzt minus 6c x minus a in Klammern. Ja, dann nicht zum Quadrat, sondern einfach nur in Klammern. So, das kann man doch ganz ein bisschen vereinfachen. Ja, warum? Weil ich habe hier f', ich habe hier f', hier vorne habe ich ein minus 1/2. Zusammen ist das insgesamt also minus 1/2 mal und dann zweimal f', das ist also minus f', das hebt sich wunderschön weg mit dem f', was hier vorne steht. Aber was überbleibt, ist nichts anderes als minus 1/2 und dann f2' von x. Ja, da fehlt natürlich ein Moment. Das muss ich auch schön machen hier. So,
f2' von x, ja, mal x minus a. Und dann habe ich hier minus 6c und dann x minus a in Klammern. Okay, ja, jetzt sammle ich einfach ein paar Eigenschaften. Ich habe jetzt einfach dieses G mir konstruiert und jetzt sammle ich einfach ein paar Eigenschaften, die hoffentlich einigermaßen offensichtlich sind. Also die erste Eigenschaft ist, G von a ist 0. Ja, dann muss man einfach hier oben mal gucken, wenn ich hier 0 a einsetze, dieses Integral ist dann halt so per Definition 0. Hier habe ich, wenn ich hier a einsetze, habe ich natürlich hier den Faktor 0 und hier, wenn ich hier a einsetze, habe ich auch den Faktor 0. Das ist also sonnenklar, dass das 0 ist. Und wenn ich mir jetzt G' von a angucke, ja, wenn ich also hier in die Ableitung a reinstecke, dann habe ich hier, dieser Term ist sofort weg. Dieser Term wird zu zweimal f von a, mit diesem minus 1/2 wird das zu minus f von a, das hebt sich weg mit diesem f von a und auch dieser Term ist wieder 0. Ja, wunderbar. So, was weiß ich über g von b? Über g von b weiß ich, g von b, dass es 0 ist. Ja, das habe ich ja so gewählt. Ja, das C insbesondere. So, was kann ich jetzt schließen? Da kommt mir jetzt ein Kollege zur Hilfe, das war der Satz von Rolle. Ja. So, ich schreibe den jetzt nicht nochmal wieder auf, aber der Satz von Rolle sagte, also wenn man so eine Funktion hat, irgendwie so eine, und man hat irgendwie sowas, und man hat einen Funktionswert, der zweimal auftaucht. So, ja, das heißt, ich habe hier sowas. Hier habe ich ein a und hier habe ich ein b. Und an dieser Stelle und an dieser Stelle hat die Funktion, die ich hier betrachte, immer beides Mal denselben Wert, wenn das so ist. Ja, und die Funktion differenzierbar ist, dann gibt es irgendwo so ein schickes Xi in diesem Intervall, so dass die Ableitung 0 ist. Ja, in anderen Worten, ne, das muss irgendwo mal sozusagen eine waagerechte Steigung haben. Ne? Und das sagt der Satz von Rolle, ein kleiner Flashback hier. So. So, und jetzt genau so eine Situation haben wir jetzt hier. G von A und G von B sind beide 0. Ja? Und natürlich ist G durch seine Konstruktion ja, zweimal stetig diffbar. Ja? Warum? Weil F zweimal stetig diffbar ist. Ja? Das heißt, auch die zweite Ableitung ist immer noch stetig. Ja? Und weil f das ist, ist g das ebenfalls. So, das heißt, wir können den Satz von Rolle hier erstmal schon auf g anwenden. Daraus folgt, ja, mit dem Satz von Rolle, und weil g von a gleich g von b ist, es gibt ein xi aus, ich nenne das mal xi 1, aus dem Intervall von a bis b. Ja, so das gilt g' von Xi1 ist gerade 0. Ja, das ist schön. Ja, das hilft mir noch nichts. Aber jetzt weiß ich, G' von Xi1 ist dasselbe wie G' von A. Ja, das heißt, für die Ableitung gilt ja im Prinzip dasselbe. Ich habe jetzt also eine Stelle der Ableitung, an der Stelle Xi1 ist die Ableitung 0 und an der Stelle A ist die Ableitung auch 0. Dann gibt es also ein Xi2 auch aus dem Intervall von A bis Xi1, aber ich kann auch gleich schreiben A bis B, mehr brauche ich eh nicht. Ja, so dass G2' von Xi2 eben halt auch 0 ist. So, und mit diesen interessanten Xi2, damit rechne ich jetzt rum. So, was war jetzt also die Eigenschaft von Xi2 ist hier jetzt also G2' von Xi2 ist 0. Oh, hat eine neue Seite gegönnt, muss man manchmal machen. Wenn das so ist, dann weiß ich also 0 ist. Jetzt muss ich mir einfach angucken, was war nochmal einfach die zweite Ableitung. Steht da? Ja, die steht hier. So, das ist minus 1/2 f2' und so weiter. Ja, also es ist also minus 1/2 und dann f2'. Und die Stelle, um die es geht, ist natürlich die Stelle Xi2. Dann habe ich Xi2 minus a. Und dann habe ich hier minus 6c. Und dann habe ich hier wieder Xi2 minus a. So, okay, jetzt rechne ich damit rum. Ja, ich möchte im Prinzip wissen, was ist eigentlich mein C?
Das ist das, was mich interessiert. Ja, und da kriege ich also raus, wenn ich das jetzt versuche umzustellen nach C, ja, dann kann ich herauskriegen, dann kriege ich raus, ich habe ich also 6C mal Xi 2 minus A ist dasselbe wie minus 1/2 F2' von Xi 2 mal Xi 2 minus A. Ja. Jetzt sehe ich, oh je, oder was heißt oh je, sondern im Gegenteil, das ist ja schön, ich kann diesen Term hier einfach wegkürzen. Warum? Weil das Xi 2 eben halt nicht A ist, das ist klar. Ja, und dann weiß ich eben, dass C nichts anderes ist als minus 1 Zwölftel, und jetzt wissen wir auch, wo die 12 herkommt, aus der, in der Abschätzung dieser Trapezregel, minus 1 Zwölftel F2' von Xi 2 ist. So, jetzt habe ich also dieses C berechnet. So, und was noch mal zur Erinnerung, was war nochmal dieses komische C? Das C haben wir so gebaut, das C haben wir so gewählt, dass G von B auf jeden Fall 0 ist. Das war sozusagen so ein Konterfaktor, um diesen Fehler, den wir hier machen. Ja, wenn ich mir das hier mal also wegdenke, dann ist ja dieser Term quasi der Fehler, um den es geht. Ja? Wenn man also g von b betrachtet, ist dieser Teil des Termes der Fehler, um den es geht. Ja, und das hier war so ein künstlicher Korrekturterm, um g von b auf 0 zu kriegen, um den Satz von Rolle anwenden zu können. So, und jetzt kann ich das nutzen, um nochmal zurückzukommen, um diesen Fehler auszurechnen. Ja, jetzt weiß ich ja, was c ist. Ja, und genau das tue ich jetzt. Ja, also gehe ich da hin und sage, okay, was ist denn jetzt bitte schön g von b? Das ist ja 0. Und g von b ist ja, das Integral von a bis b, f von t dt, minus und dann einfach 1/2 b minus a mal f von b plus f von a. Okay. Und dann habe ich jetzt hier minus die Definition war, ich gucke nochmal nach. Das war hier minus c mal und dann x minus a in Klammern hoch 3. Also statt hier minus c mal x minus, nicht x, sondern mal b minus a in Klammern hoch 3. Jetzt kann ich also meinen Wert für c einsetzen. Das ist also 0. Ja, dann weiß ich also, der Abstand von a bis b, f von t dt, oder diese Differenz von diesen Ausdrücken hier ist nichts anderes als c mal b minus a in Klammern hoch 3. Jetzt setze ich den Wert für c ein und den kriege ich ja eben mal halt raus. Minus 1 Zwölftel F2' von Xi 2 ja, mal b minus a in Klammern hoch 3. So. Und das ist kleiner gleich vom, also dieser Ausdruck hier, wenn ich den jetzt versuche abzuschätzen, ja, den versuche abzuschätzen, der Betrag von diesem Ausdruck ist ja nichts anderes, ist kleiner gleich 1 Zwölftel. Das hier, die zweite Ableitung von Xi 2, weiß ich überhaupt nichts drüber. Weil ich ja gar nicht weiß, wo Xi 2 ist. Und ich weiß auch nichts über f. Aber ich weiß, dass die zweite Ableitung ein Maximum hat. Also der Betrag der zweiten Ableitung hat ein Maximum. Und dieses Maximum habe ich Groß M genannt. Ich nehme also das Schlimmste, was ich haben kann, für diese Approximation. Ja? Also f2' kann nicht schlimmer sein als M vom Betrage her. Also das ist 1 Zwölftel mal m und dann habe ich hier, und das ist b minus a, das ist nichts anderes als h hoch 3 in diesem Falle. Ja, das heißt, damit habe ich dann diese Aussage für n gleich 1 schon bewiesen. Ja, und wenn man das für, also dann ist der Fall n gleich 1 fertig. Und jetzt fragt man sich, okay, was ist mit den anderen Fällen? Ja, das ist jetzt gar nicht mehr so schwer. Ja, also warum? Was muss man da tun? Man hat ja das Integral von a bis b, f von x dx oder f von t dt, nehme ich mal, minus und dann hat man ja h halbe und dann f von a plus f von b.
R plus Summe, zweimal die Summe, K gleich 1 bis N minus 1. Und dann hat man F von A plus K mal H. Habe ich jetzt andersrum geschrieben, egal. So, davon der Betrag. So, was ist da los? Das kann ich ja anders schreiben. Oh, ich habe Aktualisierung. Das ist auch was Schönes. Ja, ich habe immer noch Aktualisierung. So, und dann habe ich, kann ich dieses Integral einfach aufteilen in die entsprechenden Teile. Und dann mache ich ja das Integral von a bis und dann a plus h, f von t, dt. Ja, minus h halbe. Nee, minus. Ja, h halbe mal f von a plus f von a plus h. So. Und dann teile ich das, also habe das, diese Integral kann ich aufteilen und dann gönne ich mir aus dieser Summe hier eben halt genau die Fläche des ersten Trapezes. Ja, das mache ich hier. Und das mache ich dann weiter mit den nächsten Integral eben. Also ich mache dann also einfach weiter von a bis h bis von das Integral von a bis h bis a plus 2h f von t dt. Und dann habe ich hier minus. Na, jetzt will er mich ärgern, aber ich lasse mich nicht ärgern. Minus h halbe und dann f von a plus h plus f von a plus 2h und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, dann habe ich, das kann ich natürlich beliebig oft machen. Nein, nicht beliebig oft, sondern n-mal. Das mache ich also so. Und dann kann ich dann mit der Dreiecksumgleichung das in die einzelnen Teile, und zwar n-Teile sind das dann, zerlegen. Ja, also das hier wird dann zu einem Ausdruck, der in diesem Betrag wandert, das hier wandert in den nächsten Betrag und so weiter. Ja, mit der Hilfe der Dreiecksumgleichung. Und was da rauskommt, ist dann, das ist dann eben halt n mal 1 Zwölftel mal großes M mal h hoch 3. Stift leer, ist auch was Schönes. So, h hoch 3. Ja, und jetzt muss man nur noch wissen, dass Mensch, h war doch eben halt b minus a. Ja, hier war das ja nicht h hoch 3, sondern b minus a hoch 3. Und hier habe ich dann auch. Was habe ich hier? Da habe ich h Quadrat, ne, h hoch 3, weil das ja eben halt die Breite des Intervalls ist und weil h nichts anderes ist als b minus a durch n, kann ich das dann hinterher schreiben zu 1 Zwölftel m mal h Quadrat. So, ja, das war der, hoppla, da fehlt noch das b minus a und dann ist alles gut. So, das war also der ziemlich lange Weg. Am Ende hat mein Rechner irgendwie so ein bisschen rumgespackt und mich so ein bisschen irritiert. Ich hoffe, das hat Sie nicht zu sehr irritiert. Ja, aber das Video möchte ich jetzt nicht mal wieder von vorne anfangen. Das ist dann doch ein bisschen zu aufwendig, das Ganze nochmal zu machen. Ja, gut. Sie sehen aber im Wesentlichen, wie die Idee funktioniert. Das ist eigentlich das wahre, eigentlich Entscheidende. Die Idee ist, dass man versucht, diese Trapezregel zu beweisen, mit Hilfe dieses interessanten Ausdrucks. Ja, auf den muss man natürlich erstmal kommen, das ist gar nicht so einfach. Aber wenn man die Idee immer mal mitgenommen hat, dass man einfach diesen Fehler nimmt und dann mit diesem Kunstgriff auf einen Term kommt, der den Satz von Roll anwendbar macht, ja, und dann leitet man zweimal ab und dann ist plötzlich dieser Ausdruck weg. Ja, das ist der wahre Grund. Wenn ich das oft genug ableite, ist dieser Ausdruck weg. Ja, und wird dann einfach zu diesem hier. Ja, und dann hat man dann einen Griff sozusagen an diesen Fehler gekriegt. Und dann kann man ihn ausrechnen in dieser Art und Weise. Das ist natürlich ein bisschen schon sehr, sehr trickreich, aber man muss es ja nur einmal gesehen haben und verstanden haben und man muss es ja nicht selber können an der Klausur oder sowas. Gut, ich hoffe, das hat geholfen.